Hallo? Hey, Lara. Wer spricht denn da? Ich bin's, Claude Wenningsen. Na, du hast ja Mut, dich bei mir zu melden, nachdem du mich im vierten Teil hast stehen lassen. Weißt du noch? Nachdem wir Werner von Kreu in der Zitadelle eingesperrt haben? Oh ja, ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Dieses Dreckschwein hat's auch gar nicht anders verdient. Oder auf der Jagd nach der Iris, wo uns der eine Skorpion aus dem Hinterhalt überrascht hat? Was für Trull. Ja, im Nachhinein war das aber schon irgendwie peinlich, oder? Du sagst es. Aber irgendwie auch voll süß. Oh, jetzt werde ich rot. Es gab so viele schöne Momente mit uns beiden. Das Spiegelrätsel in diesem ägyptischen Abenteuerpark. Oh ja, das hat Spaß gemacht. Wie lange wir da gegrübelt haben, ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir haben es geschafft. Das sieht aus wie eine Armbrust. Kann das sein? Poseidons Toilettenspülung, das war auch herrlich. Ja, das klang aber auch wie eine Toilettenspülung, sind wir mal ganz ehrlich. Oder diese eine Stelle, ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo ich auf allen Vieren kriechen musste. Und du aufgepasst hast, dass diese fliegenden Massagestäbe nicht direkt in meinem süßen Arsch landen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dafür bin ich dir noch immer dankbar. Ach, Quatsch. Nichts zu danken. Wir sind ein Team und ich werde dich immer versuchen, gefahrenlos durch jegliche Situation zu bringen. Oder wo du mich souverän mit dem Motorrad über den Abgrund gelenkt hast. Das hat mich echt hart durchgeschüttelt. Aber wie sagt man so schön? Gut durchgeschüttelt ist besser, als mit den Schrotthaufen unter meinem Hintern in den Abgrund zu stürzen. Ja, das habe ich auch mal irgendwo gehört. Du wirst lachen. Ach ja, wir hatten schon echt schöne Zeiten, nicht wahr? Schöne Zeiten? Schöne Zeiten nennst du das? Es waren die besten Zeiten. Morgens, wenn ich aufstehe, denke ich daran. Sogar beim Duschen, beim Training, beim Kochen, wenn ich auf Mission bin. Und verdammt ja, sogar beim Scheißen muss ich an uns denken. Das Süßeste jedoch war unsere gemeinsame Fahrt mit der Love Train nach Alexandria. Meine Güte, war das aufregend. Jeder, der mir zu nahe kam, hast du in einen perforierten Haufen Scheiße verwandelt. Und das war auch der Moment, in dem ich mich in dich verliebt habe. Mit Volldampf nach Alexandria. Den Fahrtwind in meinen Haaren. Der Dampfkessel spielte die Sinfonie des Untergangs. Hitzige Gefechte, blutige Ärsche, die durch die Gegend flogen. Und dich an meiner Seite. Romantischer geht es nicht mehr. Natürlich gab es auch knifflige Situationen. Erinnerst du dich noch an die verschwundene Bibliothek, in der wir ein astrologisches Rätsel lösen mussten? So. Das hat unter deiner Führung echt Spaß gemacht. Auch gefährliche Situationen sind uns nicht erspart geblieben, was? Ich erinnere mich noch an den Wächter des Semmerkett. Du hast dich voll erschrocken, als dieses zum Kotzen hässliche Drecksvieh an die Tür geklopft hat. Erinnerst du dich? Ich trau mich irgendwie nicht. Wow! Was? Oh, da klopft jemand an der Tür. Diese Vorstadt-Piss-Nelke hat so viele blaue Bohnen gefressen, dass es ihm eigentlich ins nächste Paralleluniversum hätte pusten müssen, wenn er das nächste Mal scheißen geht. Aber letztendlich, naja, hat er ausgeschissen. Könnte ich die Zeit zurückspulen, würde ich das Drecksvieh nochmal anpissen, bevor wir gehen. Und was auch noch ziemlich witzig war, als du mich zur Saftschubse degradiert hast. Dabei wollte ich dir nur meine Stärke präsentieren. Erinnerst du dich? Ich zeig's euch nochmal in Zeitlupe. Siehst du nicht, wie stark ich in diesem Moment war? Wow. Der Nachteil war nur, dass sich mein Arm etwas versteifte. Hallo? Was möchten Sie trinken? Wie so eine Saftschubs hier, so eine Bedienung. Ähnlich wie in deiner Hose, wenn du mal wieder ein Bild von mir betrachtest. Hey, keine billigen Ausreden, Claudi. Das ist doch voll in Ordnung. Und ganz unter uns, irgendwie macht mich das horny. Knick, knack. Verstehst du?
Das alles sind Erinnerungen, die ich noch immer tief in meinem Herzen trage, Cloud. Aber du hast mich bestimmt nicht angerufen, um über alte Zeiten zu plaudern. Tatsächlich nicht, aber über alte Zeiten zu plaudern, werden wir mit der Zeit auf jeden Fall nachholen. In erster Linie möchte ich mich bei dir entschuldigen. Dir geht es ganz genau wie mir. Auch ich musste stets an dich denken. Es tut mir leid, dass ich dich damals hab stehen lassen. Dafür gibt es auch keine Rechtfertigung. Ich kann dich nur um Verzeihung bitten. Welche ich hiermit annehme. Du weißt, ich bin nicht kleinkariert wie Schleifpapier. Auch wenn ich dir in der vergangenen Zeit am liebsten die Glocken aus der Hose geschossen hätte. Meine Güte, du kannst Winston fragen, wie oft ich mich bei ihm über dich beschwert habe. Kennst du Winston noch? Mein Butler, den du immer im Kühlschrank eingeschlossen hast. Wie dem auch sei, ich verzeihe dir. Und es freut mich, dass das Schicksal uns erneut zusammenschweißt. Zusammenkommt, was zusammengehört. Oh mein Gott, Lara, bei dir klingt immer alles so gut durchdacht und sehr weise. Und ja, du hast recht, wir gehören zusammen. Darum lass uns unser Band jetzt erneuern. Nur mit einem einzigen... Oh ja, Baby, das macht mich voll horny, wenn du so mit mir sprichst. Entschuldigung, sprich weiter. Ich war nur so gerade im Gedanken. Wo war ich? Du hast gesagt, wir gehören zusammen und dass du das Band erneuern möchtest. Genau. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass deine ersten drei Abenteuer remastered wurden und bald im frischen Look erscheinen. Das ist der beste Zeitpunkt, unser Band zu erneuern und diese Reise gemeinsam von Anfang an zu erleben. Das sind ja erfreuliche Neuigkeiten. Wow. Das heißt, wir werden wieder gemeinsam ins Abenteuer stürzen? Und das von Anfang bis Ende? Genau das heißt es, Baby. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das schreit nach einer Party. Winston? Hey, bereite bitte alles Nötige für die Feier heute Abend vor. Wir haben einen Ehrengast. Und öffne bitte eine Flasche Domaine de la Baume La Cheroy Musigny Grand Cru. Diesen edlen Tropfen werden wir beide uns heute Abend bei einem ausführlichen Gespräch auf meiner Veranda gönnen. Und Cloud? Ja? Dass ich in dein dreckiges Bumsdorf komme und dir persönlich die Eier aus der Hose schieße, falls du nicht kommen solltest, brauche ich nicht zu erwähnen, oder? Das hättest du jetzt wirklich nicht erwähnen brauchen. Bei solch einer Frau, wie du es bist, kann man gar nicht Nein sagen. Unmöglich. Alles klar, Süßer. Dann treffen wir uns heute Abend vor meinem Anwesen. Dein Flug habe ich schon gebucht. Von dort aus wirst du dann im Croft-Style befördert. Du wirst am London Eye vorbeikommen. Nächster Halt? Piccadilly Circus. Dort wirst du frisch eingekleidet. Schau dir England etwas an auf der Fahrt. Und meide bitte die dunklen Gassen, in denen es nach Pisse stinkt. Ich freue mich auf dich. Bis heute Abend. Hallo? Jetzt hat der Kerl einfach aufgelegt. Ist denn das zu fassen, sowas? Na, warte ab, Büschlein, wenn ich dich heute Abend zu fassen kriege. Der Lümmel hat sich nicht einmal verabschiedet. Winston? Kannst du dir das vorstellen? Der Pümmel hat einfach aufgelegt, ohne sich zu verabschieden. Ja, liebe Zuschauer, wie Phönix aus der Asche hat sich das Band zwischen uns erneuert und wird wie ein Hurricane durch ganz YouTube fegen. Und wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es die fucking volle Breitseite. Teil 1 bis 3 im neuen sexy Look. Wir freuen uns, wenn ihr ein Teil dieser Abenteuerreise werdet und uns dabei begleitet. Eines garantieren wir euch. Es wird kein belangloses Let's Play, wie es so viele tun werden mit ihren 0815 Vollpfosten-Schrott-Gameplays. Denn ich bin unterwegs mit Cloud freaking Wenningston. Und das allein lässt mich schon abheben wie eine Brieftaube. Zusätzlich wird es ein neues Feature geben. Mich. Denn nach jedem Level werden wir zwei uns zusammensetzen und noch ein Ründchen darüber plaudern und analysieren, ob eventuell etwas vergessen wurde. Ich selbst kann es kaum noch abwarten. Dieses Projekt wird am 15. Februar beginnen, also seid dabei bei einem epochalen Abenteuer durch die gesamte Tomb Raider-Reihe unter der Führung von Cloud freaking Wenningston. Wir freuen uns auf euch.